Da die Capricen von Paganini nicht chronologisch in Schwierigkeitsgrad angeordnet sind, sondern ganz verschiedene Muster auch zeigen, würde ich wirklich zu Beginn erstmal die sogenannt leichteren nehmen, als da wären die Nummer 13, als da wären auch die Nummer 14, vielleicht 15. Auch die Nummer 20 empfiehlt sich immer wieder gut als Einstieg. Danach vielleicht die Nummer 9. Und dann würde ich behaupten, ist das Feld insoweit eröffnet für alle weiteren Capricen, als es dann ein sehr individueller Prozess sein wird pro Studierendem. Wenn man die Aufführungsdaten Paganinis kennt, ich habe sie fast zur Gänze in Faksimileform bei mir zu Hause. Und dann sieht man doch sehr klar, womit er sich öffentlich befasst hat und an welchen Orten und wann und wie genau. Aber es ist nicht einmal ein Capriccio dabei. Also er hat die Capricen nie gespielt öffentlich. Das ist nämlich auch ein interessantes Indiz. Er hat es für die anderen geschrieben. Es ist interessant zu sehen, gleich bei der ersten Caprice in E-Dur, dass wir hier eigentlich mit einer sehr vielfachen Gestalt zu tun haben. Es ist einerseits eine Bariolage-Etüde, wenn man an Paganini, den Gitarristen, denken möchte. Bariolage übersetzt auf Balzato über 4 Saiten. Also es ist eine sehr gitarristische Etüde. Dann ist interessant, man rechnet doch bei Paganini fast klischeehaft mit einem rasanten Tempo und das ist schon mal überhaupt nicht gegeben. Wir haben ein Andante. Es ist gehend und nichts weiter als das. Und das ist auch relativ vernünftig gedacht von ihm. Man erwartet es kaum, denn was dann alles kommt, zum Beispiel triolische Terzenläufe abwärts, das sollte man nun nicht in anderen Tempi spielen müssen. Und da lege ich immer beim eigenen Spiel wie auch beim Unterrichten darauf Wert, das gemeinsame Tempomaß muss gefunden werden. Und das ist dann eben erstaunlicherweise ein wirkliches Andante. Ich pflege so ein Stück zum Beispiel gehend zu üben. Dann sind quasi als Metronomfunktion meine Beine. Und dann kann ich sehen, wie funktioniert denn das in etwa. Dann noch etwas, worauf man vor lauter Schwierigkeiten erstmal gar nicht kommt. Das Stück beginnt auftaktisch. Das heißt, es beginnt mit der 2. Wir haben also Dorn 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Womit auch musikalisch ganz anderes auszudrücken geht, nämlich ist die schwere Zählzeit, die 1, auf der harmonisch sozusagen gewürzteren Seite und die 2 auf der entspannten. Das macht viel mehr Sinn, als wenn man von vornherein mit einem übertrieben schnellen Tempo und Akzent beginnt, um sozusagen eine hochsportliche Leistung abzugeben. Die ist so gesehen gar nicht vorhanden und gar nicht erwünscht. Gerade der auftaktische Charakter dieser Andante genannten Caprice ist mir besonders wesentlich, weshalb der Akzent im ersten Abstrich eigentlich sehr schädlich wäre. Man sollte ihn gleich vermeiden, sogar ganz unbetont anfangen. Also das im Grunde immer deutlich machen, diese Basslinie. Und nun kommen wir an einen geradezu neuralgischen Punkt. Natürlich ist immer wieder auch das Problem der Strichart gegeben, das Balzato. Wie lerne ich das? Wie kann ich es auch vermitteln? Mein Thema hier ist nicht den Abstrichimpuls überzubewerten, schon aufgrund der falschen Akzente, sondern überhaupt im Aufstrich das Ganze zu beginnen. Das heißt, mit dieser Technik, ich mache es nochmal, also habe ich nämlich einen Doppeleffekt geübt. Ich kann nämlich einerseits dem Aufstrich den nötigen Schwung verleihen, auf das wirklich bis zur achten Note, wenn man die ganze Phase zählt,
gesprungen wird, ohne Akzente, dass aber auch die Koordination der unteren beiden Noten, die sich da treffen, die Bassnoten, deutlich mitgeübt wird. Also ist es eine Koordinationsübung zwischen linker und rechter Hand dazu. Mit anderen Worten, wenn ich achte nur auf... Ich als Musiker brauche dringend ungekürzte, unbehandelte Informationen. Deshalb sind mir Urtextausgaben so wesentlich, denn was ich aus diesen mache, was ich herausziehe, was mein persönliches, auch künstlerisches Surrogat daraus wird, das kann ein Verlag ja nicht entscheiden. Der Verlag aber schenkt mir erstmal eine quasi brillenlose Sicht auf die Dinge.